Wenn es bei dir gerade nicht im Recruiting klappt, gebe ich dir zwei, drei Blickwinkel, die ich dir als Recruiting-Experte gerne mit auf den Weg geben würde. Erstens, alles, was du jetzt tust, alles, was du auf deiner Homepage tust, alles, was du in Social Media tust, alles, was du in deinen Stellenausschreibungen tust, führt zu dem Resultat, dass es jetzt nicht funktioniert. Das heißt, nicht etwas verändern, sondern vieles verändern. Wahrscheinlich geht es dir momentan genauso wie ganz vielen anderen. Du machst eigentlich seit 20 Jahren dasselbe. Seit 20 Jahren funktioniert es irgendwie und gefühlt schlagartig funktioniert es nicht mehr. Also es ist nicht schlagartig, es ist immer ein bisschen schlechter geworden. Wir haben es bloß nicht realisiert. Das ist ganz normal. 1 Kilo mehr auf dem Körper merkst du nicht, 10 Kilo merkst du, 20 Kilo merkst du ganz sicher. Das heißt, verändere wirklich viele Dinge und sag nicht, ich mache ein neues Template für die Stellenausschreibungen, sondern fang tatsächlich bei Null an, wieder Stellenausschreibungen zu schreiben und schreib vielleicht 5 verschiedene Stellenausschreibungen, weil eine Stelle darf anders sein für einen Vertriebler wie für einen Controller. Social Media. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, mögen Social Media nicht. Instagram, TikTok, da wird nur getanzt, alles komisch. Es geht nicht darum, ob du was magst oder ob du das persönlich für gut heißt, was da passiert. Du musst es nutzen. Wenn du es nicht nutzt, unternehmerisch, ist das nicht schlau. Und das hat nichts mit mögen zu tun. Ich mag als Selbstständiger ganz viele Dinge nicht, darunter Steuern zahlen und ich mach's trotzdem. Also nicht alles hat etwas damit zu tun, ob du das magst. Das Thema Homepage ist tatsächlich etwas, was ich mit, ich glaube, all meinen Kunden angehen muss. Die meisten Homepages sind voller Stockbilder, voller Fake-Geschichten, voll gepackt mit Informationen, die wirklich keinen mehr da draußen interessieren. Ob du jetzt 631 Mitarbeiter oder 648 Mitarbeiter hast, das interessiert die Bewerber nicht, sondern warum die Menschen sich mit dir identifizieren, warum dein Produkt besser ist, warum es cool ist, bei dir zu arbeiten, warum du dich dazu entschieden hast, das Logo neu zu machen. Ich weiß es nicht. Das sind Geschichten, die potenzielle Bewerberinnen und Bewerber interessieren. Es gibt hunderte von Beispielen. Geh nicht auf eine Messe mit einem langweiligen Stand, sondern geh auf eine Messe und engagier einen Clown. Warum denn nicht? Wenn das Resultat ist, dass alle Spaß haben und du nur über deinen Schatten springen musst, weil du sagst, oh, ist jetzt ein Clown professionell genug, und du kriegst 20 Bewerber, die richtig gut zu dir passen, so what? Denk als Unternehmer und nicht als private Person. Denk nicht in Kategorien wie mag ich nicht, verstehe ich nicht. Dinge, die du nicht verstehst, gib sie ab. Und ich meine das auch so, wie ich sage. Ich kenne Unternehmer, die mussten lernen, beispielsweise LinkedIn abzugeben. LinkedIn ist keine Zeitung. Bei LinkedIn dürfen Rechtschreibfehler gemacht werden. Bei LinkedIn ist es nicht wichtig, ob dein Logo unten rechts oder oben links im Bild ist. Das ist vielleicht Marketing wichtig, dem alten Marketing ist das wichtig. Aber es ist wurscht, wo das ist. Es ist wichtig, dass deine Mitarbeiter posten. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter interagieren. Es ist nicht wichtig, wo das Logo steht. Es ist auch nicht wichtig, ob jemand einen Rechtschreibfehler macht. Das ist menschlich. Es ist auch nicht wichtig, ob jemand den richtigen Hashtag benutzt. Es ist wichtig, dass etwas getan wird. Und viele Unternehmer mussten lernen, beispielsweise wirklich die Verantwortung für soziale Medien abzugeben. Warum? Weil sie sie nicht verstehen und weil sie sie aus persönlichen Befindlichkeiten oder mit persönlichen Befindlichkeiten bewerten. Also löse dich davon. Das ist mein Tipp. Also nochmal zurück zum Anfang des Videos. Wenn du heute in der Situation bist, dass du ein schlechtes Recruiting-Ergebnis hast, sei dir bewusst, alles, was du tust, führt dahin. Ändere vieles. Komm auf den aktuellen Stand, komm ins Jahr 2023, hab eine coole Homepage, sei dynamisch, verlang keine Anschreiben, sei auf Social Media, werd anders wahrgenommen, sei humorvoll, lauf auf Messen mit T-Shirts, mit QR-Codes, wo hinten drauf steht Bock auf ein Date mit dem Chef, whatever. Mach was.